vielleicht zum dritten großen Schlag ausholt, wer weiß. Ach, das wäre wirklich der Hammer, wenn der Junge das nochmal wiederholen könnte. Was er in der Qualifikation zeigte. Emmanuel Sandu, der 18-Jährige aus Kanada, der nicht nur klassisch hier äußerlich auftritt, sondern auch sich mit klassischer Musik begleiten lassen wird, wie wir wissen aus der Qualifikation, liebe Zuschauer. Bis 16 Jahre sich mehrheitlich mit Ballett beschäftigt, jetzt konzentriert er sich auf Eiskunstlauf.
Er hat sich drei Komponisten ins Boot geholt, Manuel Sandu, für seine Kür, die beim Publikum gut ankommt, aber nicht fehlerfrei war. Ja, und es gibt auch noch einen anderen Punkt, den ich finde, sollte man herausarbeiten. Also zum Anfang, ich bin begeistert von dem Läufer, ich finde es toll, wie er sich auf dem Eis bewegt, aber du hast das am Anfang schon ganz richtig gesagt, er hat sich bis zu seinem 16. Lebensjahr hauptsächlich mit Ballett beschäftigt und das sieht man, denn wenn es auf das Gleiten, das wirklich da nur die puren Anlaufschritte ankommt, das richtige Eislaufen, da ist es wirklich entscheidend, die Kilometer, die man auf dem Eis zurückliegt, zwischen den Jahren 6 und 10. Und das ist das Alter, wo sich Emanuel Sandu hauptsächlich mit Ballett beschäftigt hat. Und das sieht man. Das Springen, das kann man nachher noch lernen. Aber wirklich das Gleiten, das Gefühl für den Schlittschuh auf dem Eis, das ist fast nur in dem Alter zu lernen. Und interessant wird sein, dass wir jetzt den nächsten Läufer direkt das absolute andere Extrem sehen. Den Roman Skorniakov, der Usbeke, ist fast für mich der beste Gleiter im Feld der 24. Das ist also das kleine Manko, wenn man wirklich kritisch sein will bei Emanuel Sandu. Keine Frage, seine Bewegungen sind fast unübertroffen im heutigen Abend. Und wenn er sich nicht die Fehler erlaubt hätte, die jetzt leider dazukommen, nämlich der Sturz beim zweiten Greif von Axel, dann wäre es wirklich ein Programm gewesen, was das Zeug vielleicht zu den ersten 10 hätte. John McLeod, seine Trainerin, die vielleicht schon auch um diese Problematik weiß, aber das nochmal aufzuholen, was man in der Kindheit verpasst hat, das ist fast unmöglich, das ist das Problem. Aber ja, bekommt die beste Kür zugewiesen, übernimmt auch die Führung von Markus Hernitz. Ja, man darf nicht vergessen, er hatte die Dreifach-Axel, Dreifach-Tulip-Kombination am Anfang, das hatten die vorhin gelaufenen Läufer nicht. Nur Platz 2 aus Deutschland. Kann man auch vertreten. Also ich denke, das ist einfach eine knappe Entscheidung zwischen ihm und Markus Hermes. Ich denke auch, Platz 2 würde in Ordnung sein.